Guten Morgen und willkommen in Ludwigsburg, Leute. Es ist eigentlich gar nicht morgen, es ist schon nachmittags. Ich saß mal wieder den ganzen Tag vorm Rechner, habe aber noch mega Bock, eine Runde biken zu gehen. Zum Woodpecker ist es schon ein bisschen zu weit. Deswegen habe ich mir überlegt, in den Bietigheimer Forst oder so zu fahren. Mir hat schon mal ein Abonnent geschrieben, dass es da anscheinend ein paar Trails gibt. Ich habe gerade auf Komoot geschaut und ja, sahen jetzt nicht mega spektakulär aus, aber für eine gemütliche Runde sollte es reichen. Fahrrad steht schon bereit, vielleicht seht ihr es da hinten sogar hinter der Tür. Und ich würde sagen, ihr kommt einfach mit. Das wollte ich schon immer mal machen. Oh Mann, ich sag's euch Leute, ich bin jetzt im Wald angekommen und also ich bin gerade schon den Trail hochgefahren, dachte am Anfang, die ersten paar hundert Meter sind einfach nur so Waldweg und extrem eben und so. Und ich dachte, oh nee, jetzt hier 10 Kilometer umsonst herpedaliert. Bin ich aber nicht, der Trail ist so gut. Also ich will es nicht übertreiben. Mit was könnte man das denn vergleichen? Keine Ahnung, es ist einfach ein richtig gemütlicher Single Trail, keine krassen Kurven drin, keine Wurzeln und so, also richtig flowig und zwischendrin immer wieder so kleine Sprünge, also mal an der Seite, mal irgendwie mittendrin und so. Ich habe nicht mitgezählt, also 7 sind es bestimmt, ohne Quatsch, also so geil. Ihr dürft echt gespannt sein, Fahrrad liegt hier schon ready, ich würde sagen, wir starten gleich, oder? Ja Leute, ich bin hier ein Stück zu weit vor. Oh, meine Dämpfer-Dinger aufmachen. Also, wie gesagt, der Trail beginnt hier so ein bisschen entspannter. Und danach geht's links rein und da, ab da wird eigentlich geil. Also da geht's mehr bergab und da kommen auch dann die ganzen Sprünge und so. Ey, ich hätte es echt nicht erwartet, wirklich. Ich dachte doch, ja, so ein gemütlicher Sonntagsride und wenn es so ein bisschen Trail ist, dann wäre schon ganz gut, aber oh, sieht echt vielversprechend aus. So, jetzt muss man hier, glaube ich, nämlich genau scharf links, noch ein bisschen treten und ab da geht es eigentlich nur noch bergab. Ja, das ist meine erste Fahrt mit den Tubulito-Schläuchen. Weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, ich verlinke es euch mal oben rechts. Und ich muss sagen, ist echt geil, also die Fahrt hierher war so entspannt. Also merkt man definitiv, dass die leichter sind. So, ich bin schon außer Atem. Aber da kommt schon der erste, naja, nicht so richtig Sprung, aber so ein kleiner Baumstamm. Wird aber noch besser, also keine Angst, Leute. Oh. Ja, richtig gut, ihr kennt es bestimmt, wenn man neue Trails sucht und dann denkt, ah, nee, ich finde es bestimmt eh nicht oder sind nicht so geil. Plötzlich kommt dann doch was Gutes bei rum. Hier schon so eine langgezogene Anliegerkurve und Geschwindigkeit passt auch ordentlich. Oh shit, den rechts hier habe ich gerade verpasst. Also da war der zweite Sprung. Dann müsste demnächst wieder welche kommen. Oh, danke. Alles klar, danke. Kommen noch zwei, meinte sie. Dankeschön. Danke. So, schon wieder Sprünge. Oh, hier ist auch noch einer. Fast verpasst. Ich wurde jetzt gerade ein bisschen abgelenkt von denen, ich wollte die nicht umfahren, aber hab ja alles unter Kontrolle. Oh, der sieht sketchy aus, wow, sehr geil. Es geht hier ab, kein Sprung, aber ah ja genau, hier kommt rechts gleich einer, über den Weg. Bisschen zu langsam, aber vielleicht dann zweite Runde. Hier nochmal ein Sprung, Leute. Wow, geil, ey. So, oh, hier rechts wäre schon wieder einer gewesen. Hier so ein Mini-Ding, zack. Ach ja. Ja, einfach ein entspannter Trail, ey, richtig gut. Ich glaube, ich werde ab und zu mal mein Fahrrad mit auf Arbeit nehmen, also mein Mountainbike. Und den hier noch abends abfahren, weil das echt so eine entspannte Feierabendrunde sein könnte. Oder werden könnte. So, ich bin außer Atem vom Trampeln. Und ich glaube, das war es auch schon so. Ja, das hier am Anfang ist nämlich nur... Oder ging es denn noch weiter? Ich hoffe, ich war nicht zu euphorisch, aber ohne Spaß, wenn man gar nichts erwartet, ist es wirklich ein cooler Trail. Also beim Hochfahren habe ich schon gedacht, so, okay, da wieder ein kleiner Sprung, da ein kleiner und ich finde es ganz cool.
wenn das nicht so perfekt geshapte Sprünge sind, sondern man es halt immer ausnutzen kann und so ein bisschen rumspielen und so. Oh, geil, echt gut. Ihr merkt es wahrscheinlich an meinem Strahlen. Ich werde jetzt nochmal hochpedalieren, mir den wahrscheinlich nochmal anschauen, also noch eine Runde fahren. Und anscheinend gibt es hier noch einen anderen Trail. Vielleicht gucke ich mir den auch noch an, aber wenn ihr dran bleibt, seht ihr es. So ihr Lieben, ich bin jetzt hier gerade auf der Suche nach den anderen Trails noch und habe mich natürlich verfahren. Das hier sah eigentlich schon wie so ein Trail aus. Also ich bin hier gerade hochgekommen, weil das so ein bisschen Single Trail mäßig war und ja auch bergab geht und so. Aber anscheinend ist es das noch nicht. Deswegen muss ich jetzt hier gerade wieder zurückfahren. Dachte mir, ich mache die Kamera an und erzähle euch, dass ich mich verfahren habe. Nee. Stehen bleiben in dem Wald ist übrigens tödlich. Hier hat es so viele Mücken, das ist wirklich abnormal. Also ich bin eigentlich nur am Rumfuchteln und so, wenn ich immer auf dem Handy schaue, wo es weitergeht. So ein bisschen komisch. Ich habe noch nie Komoot wirklich benutzt, um Trails zu entdecken. Aber hier waren die jetzt zumindest mal eingetragen. Und da ist einfach nur ein Symbol auf der Karte, aber nicht in welche Richtung der Trail dann geht. Oder ich habe es einfach noch nicht gecheckt. Oder keine Ahnung. Oh, hier geht es sogar gerade bergab. Ist ja mal erfreulich. Bin schon ganz schön durchgeschwitzt, ey. Es ist super warm. Aber wem erzähle ich das? Ihr seid ja alles Biker und kennt das Problem im Sommer. Oh, oh, das sieht nach einem Anstieg aus. Oh, haben wir nur ein ganz kurzes Glück gehabt. Ich habe jetzt Turboschläuche hier. Da, schaut euch das mal an. Also hier bei Komoot, ich hoffe, das sieht man auf der Kamera. Ist ein Symbol, klickt man drauf. So, und jetzt wird mir der Trail hier in beide Richtungen angezeigt mit einem riesen hässlichen Pop-up. Wenn ich, und dem Quatsch hier unten, wenn ich das wegmache, verschwindet auch der Trail. Das heißt, man muss draufklicken, muss jetzt hier irgendwie gucken und, in, oh, Entschuldigung. Hallo, ich rede mit der Kamera, nicht wundern. Sorry. Also man sieht hier einfach nicht, in welche Richtung der Trail startet. Und dieses hässliche Ding da unten und nervige App. Naja, aber auf jeden Fall sollte ich jetzt auf dem Trail sein. Also wahrscheinlich ist es das hier schon. Und ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen weiterfahren. Wo geht's jetzt lang? Oh, vielleicht habe ich ja hier einen Trail gefunden. Keine Ahnung, ob ich auf diesem Hauptweg hätte bleiben müssen oder immer noch keine Ahnung, wohin. Aber, oh, hier ist sogar ein Minisprung. Aber ich dachte mir, oh, hallo. Okay, genau im richtigen Moment die Kamera angemacht anscheinend. Ah, geil, noch ein Sprung, zack. Wow, und nochmal einer. Und eine etwas quackelige Anliegerkurve. Aber hier war glaube ich auch mal ein Sprung. Oh, der sieht ziemlich kaputt aus. Oder sollte ein Steinfeld sein, keine Ahnung. Wow, zu langsam. Oh, geil. Ich glaube, das fahre ich sogar nochmal hoch. Das war gerade ganz witzig. Völlig unvorbereitet. Ich wusste wirklich nicht, dass es der ist. Ich dachte, ich mache sicherheitshalber mal die Kamera an. Aber ja, kurz und knackig. Den fahren wir nochmal hoch. Ja, ich bin jetzt gerade hier wieder hochgekommen und habe einen anderen Biker getroffen. Mit einem Bergamo Straightline oder was das ist. Irgend so ein Big Bike. Also echt krass. Der strampelt hier, glaube ich, nicht hoch. Der schiebt wahrscheinlich. Der ist gerade schon wieder runter. Vielleicht werde ich dem mal noch hinterher. Meint, das sind ein bisschen steilere Trails, aber guck's mir, glaube ich, mal an. Ja, ich hoffe, ich fahre jetzt nicht in den Kollegen rein. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ein bisschen langsamer machen. Wo ist denn hier runter? Ich glaube, hier rechts. Und, wow, oh, das sieht ja extrem eng und technisch und steil aus. Wow. Servus. Boah. Nee, das ist mir zu sketchy mit Clickies, ey. Krass. Der Typ mit dem Straight Line ist hier gerade runter. Ich habe mich übel angestellt, weil mir das zu eng ist und so, vor allem mit Klickpedale. Der bläst hier durch. Sehr, sehr cool. Vielleicht, richtig gut. Vielleicht darf ich ihn mal filmen kurz. Wenn du willst. Passt? Gar kein Problem. Okay, ich würde es online stellen, ist okay? Bei mir sind so viele Filme im Online. Okay.
Ja, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Der Typ geht echt gut ab. Bin ein bisschen baff. Tat mir leid, dass ich ihn gar nicht kannte. Aber gut, ich verfolge Rennen eh nicht so. Ja, die zwei sind jetzt schon runtergefahren. Ich brauche noch einen Moment, bis ich alles anhatte und die Kameras laufen und so. Apropos. Dann jetzt den Trail nochmal mit den Sprüngen. Der war eigentlich ganz nett. Nur war ich nicht drauf vorbereitet. Also werden wir uns den doch nochmal anschauen. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Anliegerkurve, bisschen langsam. 4. 5. Was ist hier los? 6. Zählt auch als Sprung. Und kommt noch einer? Kommt noch einer? Ah ne, das war hier der kaputte. Okay. Ja, 6 Sprünge auf so einem kurzen Trail. Oh ne, sorry, ich nehm's zurück. 7. geil. Ja, richtig cooler Wald. Macht Laune. Ich wette, hier gibt es noch einiges mehr, was ich noch gar nicht so entdeckt habe. Aber, oh je, es ist schon 5:30. Ich glaube, das war's für mich. Und ich muss ja jetzt noch nach Ludwigsburg zurück. Das sind auch nochmal so 8 Kilometer oder so, glaube ich. Deswegen würde ich sagen, ich beende das Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es nämlich echt jede Menge Spaß gemacht. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nächsten Sonntag sehen. Bis dahin, passt auf euch auf, ride on und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Thank you.